war gerade dabei, Lord Randall und seiner Vasensammlung einen kleinen Besuch abzustatten, als mir die Jungs von der Downwind-Diebesgilde dazwischenfunkten. Angeblich haben sie die Beute noch nicht verteilt. Im Moment streiten ihre Anführer, Dornell und Ruben, über die wertvolle Saphir-Vase. Klingt, als bräuchten sie einen Schlichter, der ihnen ihr Problem abnimmt. Leider bin ich kein Schlichter. Ihr Problem werde ich ihnen trotzdem abnehmen. Die Kerle sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie mich niemals als Dieb verdächtigen werden. Die Downwinder betreiben unter einem nahegelegenen Restaurant eine Spielhölle, das Overlord's Fancy. Das Versteck der Gilde befindet sich unter dem Casino. Ich habe eine grobe Skizze der Anlage. Im Overlord's Fancy muss ich den geheimen Eingang zum Versteck finden. Ich sollte vorsichtig sein. Die Downwinder kennen mich nur allzu gut. Wenn sie mich sehen, wissen sie sofort, dass ich die Vase geklaut habe. Vorausgesetzt, sie legen mich nicht schon deswegen um, weil ich durch ihr Versteck spaziere. Es wird nicht leicht sein, die Vase aufzustöbern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo sie versteckt ist. Das sollte aber eigentlich ein heißes Gesprächsthema unter den Downwindern sein. Vielleicht habe ich ja Glück und schnappe etwas auf. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Und damit seid herzlich willkommen zurück zu Thief the Dark Project. In einem mir mehr oder weniger unbekannten Level. Ich habe es zwar schon ein, zwei Mal angespielt, aber geschafft habe ich es so gesehen noch nie. Also, unsere Aufgaben: dringen Sie über die Spielhölle Overlord's Fancy zur Downwind-Diebesgilde vor. Stehlen Sie Lord Randalls Saphir-Vase. Die Gilde hat hat den Diebstahl der Vase erschwert. Dafür sollen die Kerle büßen. Das kostet sie mindestens 1000 Goldstücke. Wenn sie fertig sind, schleichen sie sich aus der Gilde wieder auf die Straße. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wenn nicht, ist das Let's Play schneller zu Ende, als ich gedacht hätte. So. Na? Also. Heiltränke können sicherlich nie schaden. Ein bisschen von uns ablenken ist auch nicht unpraktisch. Ein paar Wasserpfeile. Und der Rest ist zu teuer. So, da ist jetzt eine Wache. Okay, und die stehen da vor dem Eingang rum und da kommt jetzt jemand raus. Losung! Zum Teufel damit, Sutter, ich bin es! Sicherheitsvorkehrungen sind zur Abwehr von Schnüfflern und zum Schutz junger Talente unabdingbar. Möchtest du mit den Lords darüber diskutieren? Hand der Schattens, Fuß der Luft! Mensch, mach die Tür auf! Er hat die Losung noch nicht gesagt. Willst du mich zum Narren halten? Sicherheitsvorkehrungen sind zur... Und ich stehe hier und habe gehört, wie Denno dir diese verdammte Losung gesagt hat. Glaubst du, er hätte es zugelassen, wenn ich keiner von euch wäre? Oder meinst du, ich bin blöd genug, dass ich mich nicht mehr erinnern kann? Sutter, ich lasse mir viel gefallen. Wenn du mich aber für dumm verkaufen willst, fließt Blut. Und jetzt mach die Tür auf. Ein netter Umgangston. Muss ich den Herrschaften schon lassen. So, wenn ich mich richtig erinnere, spaziert hier draußen noch eine normale Wache rum. Dieser Wache sollten wir uns natürlich im Vorfeld entledigen, bevor wir uns hier hinten nämlich durch den Hintereingang reinschleichen. So, da ist er. Tralali, tralala, tralahopsasa und gute Nacht. Sagte gute Nacht. Ach, warum denn den langen Weg gehen, wenn ich etwas abkürzen kann? So. Wir haben natürlich keinen Schlüssel, aber andere Mittel, um einzudringen. Eindringen. Selbstverständlich ist der ganze Ort mit elektrischem Licht ausgestattet, sodass auch jeder sieht, dass wir da sind.
husten, sollte sie mal zum Arzt gehen. Nicht bei uns vorbei. Lauf schön am Tisch vorbei. Es ist mir eigentlich zuwider, hier jemanden umzubringen. Aber ich sehe sonst nicht, wie wir ungehört an diesem Trottel vorbeikommen wollen. Ungehört und ungesehen. Und wozu haben wir sonst 30 von diesen Schmuckstücken? Tut mir leid, mein Freund, aber du bist einer der wenigen, die sterben müssen. Bei sich, mit dem man nach unten kommt. Leider nein. Dadurch, dass es sich um eine Holztür handelt, könnten wir sie vielleicht aufbrechen. Nur etwas gegen das elektrische Licht hier tun könnte. Ich dachte, ich hätte was getan. Schlaf gut. Du hast auch keinen Schlüssel, ne? Hätte mich auch gewundert. So, für alle diejenigen, die die Tür unten nicht aufbrechen, ist das hier natürlich ein super Weg nach unten. Allerdings brechen die sich dabei auch alles. Okay, der schläft seelenruhig wie ein Baby. Nur ein bisschen lauter. Meine FPS in die Knie gehen. Ich hoffe zumindest, dass es ein Geschnarche ist. Ah, es ruckelt jetzt hier gerade ganz arg. So. Bisher haben wir uns benommen wie ein Kätzchen. Mehr oder weniger.
Ein tödliches Kätzchen. Jetzt benehme ich mich wieder Berserker. Der Berserker, der sich nachgetan hat, wird erstmal versteckt. Du bist erledigt. Hätte ich damit rechnen können. Das war auch Kraftpunkte verloren, wenn ich diesen Schacht hinuntergestürzt wäre, aber nicht ganz so viel wie hierbei. Quatsch. Also, hier habe ich jetzt mehr verloren, als wenn ich den Schacht runtergestürzt wäre. Ach ja. Okay. Ist jemand zu Hause? Die FPS gerade ist wirklich ganz hervorragend. Sie sind so sehr damit beschäftigt, Geld zu verlieren, dass sie nicht merken, wenn ich etwas mitgehen lasse. So, ich weiß, dass ich da hinter diesem Tresen oder was das auch immer darstellen soll, noch eine Wache bewegt. Diese Grummelbärte irgendwie lustig, die brubbeln in ihren nicht vorhandenen Bart hinein. Thank you.
eine Karte. Komm schon. Ja, super, Garrett. Beweg dich doch mal. Ja. Von da aus sehen? Zu Hilfe! Rettet mich! Hier ist wer! Komm raus! Hilfe! Ein Dieb! Ich glaube, die Frau da rennt gerade gegen eine Wand. Einzusetzen. Hilfe! Ein Dieb! Faszinierend. Hey! Du bleibst nicht in meinem Versteck. Es ist Garrett! Schnapp ihn! Legt euch lieber noch eine Runde schlafen. Das ist ja ein schönes Spielzeug. Das ist immer schön. Wird sicher lustig, dich aufzuschlitzen, Jungchen. Wachen! Es ist Garrett! Schnappt ihn! Kannst du dir vorstellen, was wir mit unerwünschten Besuchern machen? Schade, ich habe keine Feuerpfeile. Ich hätte ihn sonst von hier aus malträtiert. Okay.
Durch das Gitter kommt er hier offensichtlich nicht rein. Suchen wir den geheimen Zugang. Vielleicht hilft uns einmal ein Blick auf die Karte. So. Also. Geheime Tür, da vermutet er sie. Bewachte Tür zur Gilde. Okay. Hier vermutet er die Geheimtür. Dann gucken wir doch mal, ob und wie wir sie aufbekommen. Ob das vielleicht mit diesen Roulette-Tischen da irgendwas zu tun hat, wenn sich die drehen? Ach, guck mal einer an. Weil Lord Ruben den Schlüssel nicht rausrückt. Ich habe auch nichts davon. Diese Saphir-Vase ist mehr wert als alles, was Randall besitzt. Ich bin kein Downwinder geworden, um kostenlos zu arbeiten. Ich möchte meinen Schnitt machen. Okay. Die Vase befindet sich also in Donalds Schatzkammer. Können wir uns das irgendwo markieren? Können wir nicht. Zurück in den Schatten. An dieser Stelle machen wir einen Cut und wir sehen uns gleich wieder bei Let's Play Leave the Dark Project. Bis gleich.